Hi Leute und willkommen zurück zu Detroit Become Human. Wir haben das letzte Mal aufgehört an einer richtig beknackten Stelle. Es tut mir immer noch leid dafür. Verzeiht's mir. Ich sag Hi zu euch. Dafür geht's jetzt ganz, ganz spannend weiter. Ich hoffe, wir kommen irgendwie raus. Das ist mein einziges Ziel. Wir müssen mit allen rauskommen. Ich will weder Connor verlieren, den ich wirklich lieb gewonnen habe. Ich will nicht Kara verlieren, die sowas von verdient hat, frei zu sein. Und ich will nicht Marcus verlieren, der als Anführer wirklich alles daran gesetzt hat, seinesgleichen, den Androiden, zu helfen. Also los geht's. Nachricht: Simon und Josh, Helikopter Jericho sprengen. Was ist mit Simon und Josh? Wo ist Simon und Josh? Ich weiß nicht, wir wurden getrennt. Helikopter Jericho sprengen. Nachricht. Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Fluss. Helikopter. Sie kommen jetzt auch vom Oberdeck. Sie nehmen uns ins Kreuzfeuer. Wir müssen fliehen, Marcus. Wir können nichts mehr tun. Wir müssen Jericho sprengen. Wenn es untergeht, evakuieren sie und unser Volk kann fliehen. Das schaffst du niemals. Der Sprengstoff ist ganz unten im Frachtraum. Die Soldaten sind überall. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Wir müssen nach unten. Es passiert denen nichts im Wasser, oder? Rette unser Volk, Marcus. Das ist so ein Massaker. Und es haben die sowas von nicht verdient. Es ist zu spät, Kara. Rette dich! Rette alles! Nein, wir lassen dich nicht hier zurück! Stimmt's, Kara? Das machen wir nicht! Wir helfen ihm! Was machst du? Ich lass dich nicht hier! Kara, nein! Wir gehen mit Lufa, wir sind eine Familie und wir gehen zusammen. Ich glaube, ich spinne. Allein schon die Entscheidung dazu ergeben ist sowas von assi. Keine Bewegung! Das hättest du nicht tun sollen. Du darfst Alice nicht gefährden. Geh jetzt, bevor sie zurückkommt. Was ist mit dir? Was willst du machen? Ich komme klar. Alice ist alles, was zählt. Ich will dich nicht verlassen, Loser. Keine Sorge. Wir treffen uns an der Grenze, okay? Geht jetzt. Passt gut auf euch auf. Versteck dich. Hätten wir uns nicht bei Lufa verstecken können? Ja, lass sie rein. Hau ihn platt! Nicht hier bleiben. Da sind noch mehr. Folgt mir. Ei. Können wir? Ich hoffe.
eingreifen. Hau ihn um. Die müssen nur ohnmächtig sein. Wir müssen sie nicht. Du hast uns gerettet. Weg hier. Schnell. Oh Gott. Achtung! Sie kommen! Nicht bewegen! Wir geben uns! Nicht schießen! Ich will den retten. Kann ich den nicht retten? Kann ich den nicht retten? Ich hoffe, ich rette sie somit. Oh ja. Gut. Marcus, es ist Marcus. Weg hier. Zu den anderen. Oh. Ich krieg fast keine Luft mehr. Eingreifen. Warum zögerst du? Hau ihn um. Schnell, hier lang. Such noch. Ich komme nach. Ein Ausgang. Geschafft, Alice. Stopp. Oh Gott. Lass. Totstellen, laufen, aufgeben. Totstellen. Runter! Beweg dich nicht. Alles verteidigen, nicht bewegen. Bitte, nicht bewegen. Keiner bewegt sich. Keiner bewegt sich. Bitte! Bitte! Na los, dich nicht. Wir verschwinden von hier! Oh. Oh. Schnell, wir müssen weg! Gott. Keine Bewegung. Geh zu den anderen. Wie viele Quicktimes kommen denn noch? Ich kann doch nicht immer alle richtig machen. Alter Marcus. Hätte ich ihm lieber so die Waffe um die Ohren gedonnert. Noch? Marcus. Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Ja, dann renn. Marcus, wir können nichts mehr für sie tun. Als ob. Du rettest die. Und da scheue ich auch keine Quicktime-Events. Die
kriegen wir raus. Da drüben! Los! Connor! Connor, bitte! Nicht draufgehen! Das Spiel. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Sag mal, verstehst du nicht, was es du hier machst? Vorbei. Du bist so ein Arsch. Verstehst du nicht, was du hier machst? Ah. Uff. Drei Stränge. Ja, logisch, drei Geschichten. Okay. Ich würde sagen, wir fangen bei Connor an, tatsächlich. In Ferndale, Jericho gefolgt. Hat er Sprengstoff entdeckt? In Jericho, sonst aber nichts. Auch schön. Wir haben Lucy getroffen. Wir sind in die Kapitänskabine gegangen, haben sie betreten, haben Marcus bedroht und konfrontiert, sind aber zum Abweichler geworden. Ich habe gesagt, mit Connor möchte ich auch den Weg gehen. Marcus gewarnt. Hätten auch nicht warnen können, oha. Ja, wahrscheinlich, wenn wir nicht zum Abweichler geworden wären. Und Jericho ist angegriffen worden. Die ganzen anderen Stränge tangieren uns nicht. Uff, aber hier unten. Aber da ist auch nichts. Was für viele Möglichkeiten man hätte. Wie komplex dieses Spiel ist, einfach gigantisch. Connor hat sich den anderen angeschlossen. Wir haben Marcus geholfen. Connor springt mit den anderen in die Freiheit und ist mit den Jericho-Leuten entkommen. Wir gehen zu Kara. Die Fahrt nach Jericho. Wir sind nach Jericho gegangen. Wir haben da geguckt, haben Marcus getroffen. Sind zu Alice zurückgegangen, haben sie umarmt. Kara und Alice im Korridor sind mit Luther geflohen. Luther wird erschossen. Ich würde sagen angeschossen. Kara und Alice am Scheideweg. Wir haben ihm geholfen, Luther. Wir haben ihn in Sicherheit gebracht. Wir sind zum Ausgang gelaufen, haben die Tür geöffnet, als der Android Hilfe brauchte. Leider wird er trotzdem erschossen. Wir haben uns aber gewehrt und konnten aus der Kabine fliehen. Und guck mal, da hätte es auch aus sein können. Oh je, wir sind geflohen. Wir haben den Durchgang beinahe erreicht. Die Soldaten haben auf die Menge geschossen. Wir haben uns totgestellt. Die Soldaten sind näher gekommen. Wir haben stillgehalten. Und wir haben Jericho verlassen. Kara und Alice sind von Jericho entkommen. Dann haben wir die Kapitänskabine mit Simon, Josh und North beraten. Wir haben mit North diskutiert, haben sie geküsst. North hat Marcus allein gelassen. Connor hat gesehen, dass North geht. Jericho wird angegriffen. Wir haben das Team getroffen, versuchen zu fliehen. Lucy haben wir geholfen. Eine Brücke ist unter uns zusammengebrochen und wir sind im Korridor gelandet. Wir sind um die Soldaten herumgeschlichen. Wir haben aber eingegriffen, als Androiden bedroht wurden. Haben uns um die Soldaten gekümmert? Fragezeichen? Okay. Android sind entkommen. Sind zum nächsten Korridor. Da sind auf den Soldat gesprungen. Sind in den Schacht geklettert. Wir haben Soldaten K.O. geschlagen.
Wir haben auch wieder eingegriffen, als Josh bedroht wurden und haben den Soldaten getötet. Hätte man ihn aber leben lassen können, ohne selber zu sterben? Ja, vielleicht auch nicht. Josh ist entkommen im Frachtraum mit Marcus. Wir sind vom Soldaten unterbrochen worden und wir haben sie ausgeschalten, haben den Countdown ausgelöst, sind zu den anderen gegangen, sind geflohen, haben beschlossen, North zu retten, natürlich. Wir haben North gerettet, Connor hat Marcus beschützt und North und Soldaten getötet. Hätten wir sie da auch nicht töten können, ohne selber getötet zu werden? Marcus ist gesprungen. Marcus ist mit seinen Leuten geflohen, und zwar mit Simon, Josh, North und Connor. Ich würde sagen, das ist ein super Ausgang für das Kapitel. Deswegen würde ich es auch tatsächlich hier beenden. Oh Gott, was für ein Durcheinander, was für eine Verzwickung und Verkettung von Ereignissen in einer Reihenfolge, wo das Gehirn fast nicht mehr mitkommt, zumindest meins. Und dann immer wieder diese Scheidewegsentscheidungen. Hätte ich jetzt Marcus in irgendeinem Gefecht verloren, um andere Androiden zu retten? Wäre es für alle ausgewesen. Theoretisch. Aber die Androiden nicht zu retten und es nicht erst zu versuchen, hätte meinen Stand in dieser Reihenfolge als Anführer natürlich extrem in Gefahr gebracht. Ich fand das so ein Massaker. Ich hoffe, wir sehen noch, was dieser Kerl, dieser Arsch von FBI-Fuzzi, denkt, wer er ist. Und hat er kein Gewissen? Denkt er nicht, oh, vielleicht ist es falsch, was wir hier machen? Die machen ja nichts. Ich meine, wir sind ja nicht gewalttätig geworden oder so, Marcus ist jetzt nirgends aufgefallen, böse. Und ich habe immer versucht, den richtigen Weg zu gehen, für mich den richtigen, damit die Leute das verstehen, was wir vorhaben und was wir überhaupt im Sinn haben. Naja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich danke euch fürs Dranbleiben. Und vielleicht, wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi.